Miteinander wohnen, miteinander bauen. Der Leipzig Fernsehen Baustellenreport wird Ihnen präsentiert von der Wohnungsgenossenschaft Unitas. Hallo und herzlich willkommen zum Leipzig Fernsehen Baustellenreport. Ich befinde mich heute hier am Sportforum. Zwar soll am Wochenende keine klassische Baustelle hier errichtet werden, dennoch wird es zu Verkehrseinschränkungen kommen. Denn am Sonntag, den 19. April, wird hier der Startschuss für den 39. Stadtwerke-Marathon fallen. 7500 Teilnehmer aus 75 Ländern haben sich dafür bereits angemeldet und zwischen 8 und 16 Uhr ist also die gesamte Strecke gesperrt. Auch Halteverbote sind natürlich durchgesetzt worden. Wie man hier auf der Grafik erkennen kann, verläuft der Laufweg über Schleusen sich bis zur Südvorstadt nach Konnewitz und Probstheider, über Reutnitz, Innstadt und wieder zurück zum Sportforum. Eine großräumige Umleitung um die Laufstrecke ist ausgeschildert und die Stadtteile Schleusig, Südvorstadt, Musikviertel und Bachstraßenviertel sind über die Brücke Wundstraße erreichbar. Also ich bin schon aus der Puste, wenn ich das Ganze nur vortragen muss. Für alle, für die das auch zu schnell ging, ein Link auf leipzig-fernsehen.de für diese Übersicht ist noch einmal bereitgestellt. Ja, und für alle, die bereits am Samstag hier vorbeifahren müssen am Sportforum, ein kleiner Hinweis, denn am 18., also morgen, ist der Start- und Zielbereich für den Individualverkehr gesperrt. Machen Sie es also am besten den Marathon-Teilnehmern gleich und skaten oder laufen Sie zu Ihrem Ziel. Ich wünsche damit allen Autofahrern eine gute Fahrt oder auch Lauf durchs Wochenende und gebe zurück zur Drehscheibe. Der Leipzig Fernsehen Baustellenreport wurde Ihnen präsentiert von der Wohnungsgenossenschaft Unitas, Ihr starker Partner in Leipzig.